Ja, hallo. Dritter Vortrag hier in diesem Blog. Mein Name ist Marc Jansen und ich werde heute sprechen zu Ihnen zum Thema GeoX Mobile, GXM, Untertitel GIS Web Apps mit nativem Look and Feel für unterwegs. Das sind die Themen, die Sie heute von mir hören werden. Ich werde eine kurze Einleitung geben, dann ein paar Begrifflichkeiten klären, schließlich Ihnen beibringen, was GXM ist, GeoX Mobile, was es kann und einige Beispiele zeigen und mit einem Ausblick enden. Das sind schon die einleitenden Worte über mich. Mein Name ist, wie gesagt, Marc Jansen. Ich bin Anwendungsentwickler und Projektleiter bei der Firma Terrestris. Ich mache mehrheitlich Frontend-Entwicklung, sprich ich mache so Open Layers, GeoX und hervorragende Anwendungen damit. Ich habe ein Buch geschrieben zusammen mit meinem Chef Till Adams zum Thema Open Layers und bin auch Trunk-Committer bei Open Layers. Mittlerweile, da wir bei GitHub sind, müsste das vermutlich ein bisschen anders heißen, aber Sie verstehen das Prinzip vielleicht. Die Firma Terrestris, wo ich glücklich bin, arbeiten zu dürfen, macht hauptsächlich Open Source. Sprich, wir verwenden eigentlich so alles das, was Sie hier auf der Konferenz schon gehört haben oder noch hören werden. Wir entwickeln Software, wir schulen oder machen Consulting und entwickeln auch unsere Basissoftware, Open Layers, GeoX und so weiter, weiter in dem, was uns möglich ist. Wir sind Partner von OpenGeo, einer Firma, die Sie vielleicht gehört haben schon, für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und sponsern so Konferenzen wie zum Beispiel die FOSGIS. Okay, das genügt der einleitenden Worte. Kommen wir zu Begrifflichkeiten. Was ist eine Web-App? Was ist eine Web-App? Also man könnte jetzt schon darüber einen eigenen Vortrag halten, was eine Web-App ist. In dem Sinne, dass Sie verstehen können, was ich Ihnen hier erzähle, ist es erstmal eine HTML5-Webseite. Die läuft im Browser, eine Web-App, sprich Sie rufen das in eine URL auf, dann läuft das in Ihrem Browser auf einem Telefon oder auf einem Tablet und ist dementsprechend adressierbar via einer URL, also so http://google.com oder sowas. http://google.com ist keine App übrigens. Und was ist eine App? Eine App ist letztlich je Operating System, also also für Android kann man Apps schreiben in entsprechenden Sprachen, Java zum Beispiel bei Android. Die können Sie dann via die entsprechenden Stores vertreiben. Das heißt, Sie können bei Apple zum Beispiel nur über Store eigentlich Ihre entsprechende App an den letztlichen Kunden ausliefern. Und das ist halt so der Hauptunterschied letztlich. Also wie kriege ich überhaupt das, was ich mir denn ausgedacht habe, das Problem oder die Lösung, die ich ja irgendwo habe, wie kriege ich die zum Kunden? Bei einer App müssen Sie das halt letztlich erstmal für jedes Betriebssystem neu schreiben und anschließend vertreiben über einen Store-Mechanismus, während es bei einer Web-App so ist, dass Sie eine Anwendung im Optimalfall einmal schreiben und sie läuft anschließend auf ziemlich vielen Geräten und ist vertreibbar über eine URL. Das heißt, anstelle von irgendwie etwas zu installieren über einen App-Store, müssen Sie nur auf die richtige Adresse gehen letztlich. Und es gibt noch hybride Lösungen, die aus dem einen, einer HTML5-Seite, eine Applikation machen. PhoneGap ist zum Beispiel da zu nennen, weil es gibt immer wieder auch die Anforderung, dass man das können soll. Was ist nun GXM? Kurz, es ist ein Framework zur Erstellung von Web-Apps mit WebKit-Charakter. Sprich, wir sind auf dem Bereich, von dem ich gerade eben gesprochen habe. Sie machen eine HTML5-Seite, die GIS-Charakterzüge hat. GXM verwendet JavaScript, HTML5 und CSS3, ist Open Source und ein Schwesternprojekt von GeoXT. Das Copyright liegt bei der OSGeo. Welche Komponenten verwendet man denn jetzt so, wenn wir so eine GXM-Web-App quasi schreiben wollen? Hinten drin, das haben Sie wahrscheinlich schon häufiger gehört auf dieser Konferenz, ist Open Layers, das macht Karten. Sensha Touch, das haben Sie vielleicht noch nicht gehört, das sorgt für wunderschöne Oberflächen, die an native Oberflächen von so Apps erinnern auf Ihrem Mobiltelefon. Sprich, man kann so Listen machen, die man ganz normal scrollen kann. Man kann Tab-Panel zum Beispiel machen, indem man oben auf einen Reiter, eine Registerkarte drauf tappt und der Wechsel dazwischen, also von das eine Tab wird ausgeblendet, das nächste Tab, das was Sie gerade angetappt haben, wird eingeblendet mit einer Animation. Das macht Sensha Touch auch, nur dass es in Ihrem Browser abläuft. Und dann GXM, das verwendet wie gesagt diese beiden und möchte so das Beste aus beidem herausholen und darauf aufbauend machen Sie eigenen Applikationscode, um Ihre spezielle Lösung zu machen. Also zusammenfassend, es gibt Karten mit Open Layers, Oberflächen von Sensha Touch, Geo-Oberflächen habe ich es mal genannt, mit GXM
und die müssen Sie instanzieren, um Ihre persönliche Applikation zu lösen. Zu OpenLayers brauche ich nicht übermäßig viel zu sagen. Ich nehme an, die meisten kennen es. Wer hat es noch nie gehört? Hand hoch. Sehen Sie mal. Keine Hand war oben. OpenLayers hat seit der Version 2.11 eine Unterstützung, eine sehr gute Unterstützung für mobile Endgeräte. Sprich, man kann seitdem halt auf einer einfachen OpenLayers-Karte, da ist noch überhaupt kein GXM im Spiel oder sonst auch immer, man kann schon pinchen, wenn das Gerät es denn zulässt. Also Pinch heißt diese Bewegung, wenn Sie so reinzoomen in so eine Karte mit so einer Zwickbewegung, nenne ich es mal. Sie können Double Tap machen und so weiter und so fort. OpenLayers seit der Version 2.11 kann auch die Geolocation, über die, so eine HTML5 API wird das letztlich ausgelesen, sprich Sie wissen mit reinen OpenLayers Boardmitteln schon, wenn der User es zulässt, wo ist denn dieses Gerät, was gerade eine OpenLayers Karte anzeigt. Eine entscheidende Weiterentwicklung zu dem, was Sie vorher hatten. Mit reinen OpenLayers-Karten kann sowas schon wunderbar aussehen und funktionieren und sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist hier ein Beispiel, was der Andreas Hotsche war, ein guter Freund von der Firma OpenGeo und auch Kernentwickler bei OpenLayers, mehrheitlich entwickelt hat. Das ist auch online bei den Examples von OpenLayers. Da kann man schon tolle Anwendungen mitmachen. Die sehen dann so aus zum Beispiel. Was ist nun Sensha Touch? Die Firma Sensha ist Ihnen vielleicht bekannt, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben Sie schon mal Ext gehört. Ext ist von der Firma Sensha entwickelt worden mehrheitlich. Und Sensha Touch ist sozusagen das Schwesternprojekt von Ext, welches eigentlich das gleiche tut wie Ext, nur auf mobilen Endgeräten. Kommt noch ein bisschen genauer jetzt. Mit Sensha Touch kann man mobile Web-Applikationen bauen, die aussehen wie native. Und sich auch so verhalten. Man kann ein entsprechendes Gerät drehen, die Applikation rezentriert sich neu, man hat Listen, man hat tolle Events, man hat auch dort eine Geolocation übrigens und so weiter und so fort. Das basiert auf den Komponenten, Sprachen, HTML5, CSS3 und halt hervorragend JavaScript. Wenn Sie noch kein JavaScript können, aber es lernen wollen, gucken Sie mal in den Quellcode von Sensha Touch rein. Da kann man einiges lernen. Sensha Touch 2 ist am 6.3.2012 veröffentlicht worden. Warum erwähne ich das? Weil nämlich GXM schon darauf läuft, deshalb erwähne ich es. So sieht etwas aus, was man mit Sensha Touch machen kann. Das jetzt hier ist nichts Geografisches, sondern einfach eine Liste an Kontakten, glaube ich, an der Stelle. Genau das ist, Sie sehen hier schon, hier ist es, glaube ich, ja. Sie sehen, das ist irgendwie eine Liste an Kontakten mit so Zwischenüberschriften, möchte ich es nennen. Das kennen Sie wahrscheinlich aus Ihrem eigenen Kontakten. Das heißt, Sie können da auf den Buchstaben des Nachnamens zum Beispiel klicken und springen direkt dorthin. Hier unten gibt es solche Tabs. Das sieht alles ziemlich gut aus und solche Sachen macht halt Sensha Touch. Sensha Touch kann man aber auch verwenden, um sowas zu machen. Das ist jetzt ein, ich glaube Solitär ist es, und es läuft halt in Ihrem Browser. Lassen Sie sich das mal durch den Kopf gehen. Also es läuft in Ihrem Browser, es ist ein wunderbares, schönes Spiel und auch schön programmiert. Kommen wir jetzt zu GXM, weshalb Sie alle hier sind. GXM, da sind ein paar URLs, wo Sie sich weitere Informationen holen können, ist schon unter der Haube von GeoXt angekommen, sprich ist als Schwesternprojekt von GeoXt auch in deren offiziellen Repository letztlich vorhanden und kann heruntergeladen werden. Ich lade Sie dazu alle herzlich ein, das zu tun und es zu verbessern. Es verknüpft, wie gesagt, OpenLayers mit Sensha Touch und stellt vor allem einige neue Komponenten bereit, die es so in Sensha Touch einfach noch nicht gibt. Und zwar sind das im Hauptfall die Komponenten Map Panel, Layer List und Button. Ich sage gleich noch genau was dazu. Und es gibt noch so ein bisschen CSS-Erweiterung dazu. GXM wurde entwickelt vornehmlich durch Terrestris. Und anschließend gab es eine Review durch drei Kernentwickler von GeoXt, die bei der Firma OpenGeo beschäftigt sind. GeoXt ist offizielles Subprojekt von GXM ist offizielles Subprojekt von GeoXt. Das haben wir natürlich nicht aus reiner Spaß an der Freude gemacht, wie der Rheinländer sagt, sondern wir haben das gemacht, weil wir eine entsprechende Projektanforderung hatten für die Swiss Topo, Schweizer Landestopographie, und die haben uns das erstmal auf die Nase gedrückt, möchte ich beinahe sagen, aber mittlerweile sind wir halt auch sehr dankbar dafür, dass wir die Chance hatten, eine neue Bibliothek entwickeln zu dürfen für die. Schauen wir uns an, was GXM kann. Ich habe es schon erwähnt, es gibt eine Map-Komponente. Sie haben gerade eben sowas gesehen, da war bei der, können wir mal zurückgehen,
Das, was Sie hier sehen, ist irgendein Panel. Ja? Um jetzt mal in die Fachsprache zu gehen. Irgendein Panel mit einer Liste da drin. Wenn Sie hier unten auf, wenn Sie auf diesen Tab drücken, kommt ein anderes Panel rein. Das ist jetzt ein Panel mit einer Liste drin, wo irgendwelche Kontakte dargestellt werden. Und dank GXM haben Sie jetzt auch ein natives Panel, wo Sie einfach eine Karte reinmachen können. Das heißt, es wäre ohne weiteres denkbar, dass man auf dieser Applikation, wo ich gerade eben die Vortragenden von irgendwas gesehen habe, dass man dort auch noch eine Karte einbinden würde. Und was für eine Karte? Eine Open Layers Karte. Das heißt, Sie haben alle Vorteile von Open Layers gewonnen. Sie können also die alle unterstützten Themenformat, also Thementypen, sage ich mal, also ob das ein WMS oder ein WFS oder ein GML-Layer oder was auch immer das alles so sein kann bei Open Layers, das können Sie alles halt in solch eine Applikation einbinden. Da gibt es eine Layer-List. Eine Layer-List dient dazu, die Themen in Ihrer Karte verwaltbar zu machen, weil man natürlich in der Regel mehr als nur einen Layer hat und mit dem möchte man auch interagieren, sprich ich möchte die Sichtbarkeit verändern, ich möchte die Opazität ändern oder. Dann besteht Open Layers halt meistens aus einer Karte, aus mindestens einem Thema und sehr häufig halt auch aus Controls, so heißen die bei Open Layers, wer es noch nicht kennt. Im einfachsten Fall ist das zum Beispiel eine Control, die dazu dient, in die Karte hinein zu zoomen. Das ist ein Open Layers Begriff, eine Control. Wie wollen Sie die verwalten? Über einen Knopf im einfachsten Fall. Sprich, Sie, GXM stellt Ihnen Button, eine Klasse Button zur Verfügung, die Sie verwenden können, um Controls zu manipulieren, sprich deren Stati zu ändern, aktiv, inaktiv oder Aktionen auszuführen von diesen Controls. Und ganz neu, es gibt dann jetzt auch zukünftig Feature List und Feature Pop-up. Das ist in der GXM 02 Beta die letztlich auch schon auf Sensor Touch 2 aufsetzt, implementiert. Sprich, Sie wollen eine scrollbare Liste aller möglichen Features haben. Sie konfigurieren das einfach mit einem Vector-Layer. Einfachster Fall, ne? Mein Vorredner hatte eben einen WFS da letztlich vorgestellt, der einem Vector-Features gibt. Die blenden Sie hier ein. Das würde einwandfrei funktionieren. Wenn wir gleich Zeit haben, machen wir es vielleicht auch einfach noch. Das heißt, Sie blenden das ein. Es ist ein Open-Layers-Thema. Und dann sagen Sie, okay, was für Bushaltestellen hat er da, glaube ich, gesucht? Was für Bushaltestellen sind denn da so? Das heißt, ich muss irgendwie 3 Zeilen JavaScript-Code schreiben und eigentlich auch keinen Code, sondern eigentlich nur Konfigurationsoptionen geben und habe dann eine Liste, die ich so durchscrollen kann. Und Feature-Pop-Up. Ich habe dann, was der Vorredner gezeigt hat, mit so einem Open-Layers-spezifischen Pop-Up, das hätte man hier halt mit einem etwas an mobile Bedürfnisse angepassten Pop-Up. Gut, so sieht GXM aus. Sie sehen schon, hier ist eigentlich alles drin. Man sieht hier im Hintergrund das schön, das schön bunte. Das sind OSM-Karten. Ich glaube übrigens von Gelsenkirchen. Ich entschuldige mich dafür. Das ist also OSM-Karten von, also ein Map-Panel letztlich hier, was irgendeine Instanz eines Open Layers darstellt. Hier oben drüber sehen Sie schon in einem Pop-up eine sogenannte die Layerlist-Komponente, sprich Sie können damit interagieren. Sie können ja, also hier können Sie zum Beispiel, das Grüne ist an. Sie sehen jetzt hier keine Vector-Data, aber es ist da de facto. Und hier im Hintergrund ist es der Map-Nick. Da könnte ich hin und her switchen. Also wenn ich jetzt auf diesen drauf tappen würde, würde dieser ausgehen und der angehen. Und im Hintergrund würde die Karte wechseln. Sie sehen hier schon, das ist ein normaler Button, es ist ein bisschen dunkel, ein normaler Button, aber so ähnlich könnte man auch Controls verarbeiten. Und das, was Sie hier sehen, ist GXM 01, die Version, die letztlich derzeit auf GitHub verfügbar ist, die auch dort gebranched ist und die Sie herunterladen können, die wunderbare Sachen macht, basierend auf Sensor Touch 1. Ich habe es eben schon erwähnt, GXM 02 Beta ist da, aber noch nicht veröffentlicht auf GitHub, das wird aber jetzt in Kürze geschehen. Und da sieht dieses Beispiel so aus. Sie sehen schon, es haben sich ein paar Sachen geändert, aber vor allem in Sensor Touch. Also man hat da irgendwie ein anderes Basisthema. Das heißt, Listen beispielsweise haben jetzt irgendwie so eine Schattierung. Die ist aber, glaube ich, auch am Ende wieder rausgeflogen. Ich glaube, das ist jetzt auf einem RC von Sensor Touch. Ich glaube, diese Schattierung ist auch wieder raus. Ansonsten ändert sich eigentlich nichts, außer dass alles noch viel schneller und noch viel schöner und eleganter wird mit Sensor Touch 2 und GXM 02. Gut, das ist die neue Feature List. Sie sehen hier, Sie sehen, das sind irgendwelche XY-Werte offensichtlich in WebMercator-Projektionen und der Aufwand, um solch eine Liste zu bekommen, ist halt mehr oder weniger nicht vorhanden. Sprich, Sie sagen einfach, es gibt einen Layer mit irgendwelchen Features. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ich glaube, Zufallsdaten.
Und können halt interagieren, so wie man das üblicherweise auf ihrem Gerät kennt. Ne? Sprich, wenn sie in ihrer Telefonkontakteliste drauf tappen, dann wollen sie vermutlich jemanden anrufen oder eine SMS schreiben vielleicht. Hier wollen sie irgendetwas tun damit, vielleicht die Karte rezentrieren oder so ein Pop-up öffnen. Und genau dafür gibt es die richtigen Callbacks. Das heißt, sie müssen wirklich sehr, sehr wenig Code schreiben, sondern eigentlich nur richtig konfigurieren und werden direkt belohnt mit solch einem Pop-up zum Beispiel in dem Fall. Gut. Kurze Applikation, wie gesagt, der initiale Startschuss für GXM und alles, was danach kam, war letztlich die Anforderung von der Schweizer Landestopographie, eine mobile Web-Applikation für die zu entwickeln, die ihren bereits vorhandenen Geodatenpool auch noch einer größeren Nutzergruppe verfügbar macht. Und das haben wir halt gemacht, relativ zügig, wie ich finde. Und das sieht dann so aus, Mobile Map Geo Admin CH, glaube ich, genau. Sie sehen schon, das sieht ein bisschen weniger farbreich aus, wie das, was ich gerade eben gezeigt habe. Das liegt daran, dass halt die Schweizer Farben rot und, na, wo sind wir? Rot-weiß sind. Und entsprechend wollten die auch ihr Thema relativ schlicht halten. Und das haben wir dann natürlich entsprechend umgesetzt. Gut, man kann da viele Sachen machen. Das sind jetzt hier Themen, die übereinander liegen. Transparenz verändert hat. Das ist das Ganze jetzt mal auf einem Android-Telefon. Natürlich kann man sich geolokalisieren lassen. Sprich, klassische Anforderung, ich bin irgendwo, weiß aber nicht wo. Ne? Und diese Sachen kann einem helfen. Das heißt, ich aktiviere einfach die Geolocation, dann fragt mich mein Telefon, hör mal, diese Webseite, die möchte gerne deine aktuelle Position erfahren, darf die das denn? Und wenn ich das bestätige, dann rezentriere ich mich dort drauf nach der bestmöglichen Positionierung. Sprich, wenn das GPS an ist beispielsweise und hochaktuelle Daten hat und auch sehr genaue, dann habe ich die auch, habe ich die nicht, wird versucht, mich anders auf andere Art und Weise zu positionieren. Gut, das sind jetzt schon non-geografische Bestandteile letztlich von dieser Anwendung, die wir für die Schweizer Topografie gemacht haben. Und da sehen Sie andere Vorteile, also andere Oberflächen, die Sie letztlich mit Sensor Touch entwickeln können. Da unten habe ich mal, also hier, da unten rechts, hier ist zum Beispiel, wird der Hintergrund verändert. Und Sie sehen schon, das ist auf einem Android-Telefon. So sieht das auf Android aus. Wer von Ihnen der stolze Besitzer eines Geräts von der Firma Apple ist, bei dem sieht das halt ein bisschen anders aus. Und zwar so, wie einem Apple seine Oberflächen macht. Sprich, man ist nicht so überrascht, wenn man dort auf irgendeine interagieren muss mit diesen Oberflächen. Sieht so aus, wie man das längst von den nativen Oberflächen kennt. Man kann dort suchen, in diesen Listen wiederum scrollen. Man kann in dem Falle, hier werden jetzt Themen gesucht. Sie sehen schon, das ist jetzt eine Layer-List wieder. Und Sie sehen, die ist halt, die ist halt vollständig anders gestylt. Sie haben gesehen, eben waren das so grüne, ich glaube grüne Häkchen sind es als Default. Hier sind es graue Häkchen. Aber auf jeden Fall, es ist komplett stylbar per CSS letztlich. Sprich, wenn Sie davon eine rudimentäres Verständnis haben, können Sie auch GXM oder die Instanzen davon wunderbar beeinflussen, in ihren Aussehen beispielsweise. Gut, man kann hier die Opazität ändern und so weiter und so fort. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir immer ganz am Herzen liegt, das Styling und Theming, das ist nämlich ganz hervorragend. Wir hatten die Anforderung bei uns in der Firma Terrestris, da haben wir letztlich einen solchen Screenshot von einer Designerin oder einer Grafikerin bekommen. Sprich, das ist ein Bild, was ich auch so per E-Mail zugesendet bekommen habe, und dann hieß es letztlich, mach das mal so, und nach wenigen Minuten hat es halt so aussehen, und das ist halt schon eine funktionierende Anwendung. Sprich, das ist alles dank Sensor Touch, ne? Also diese Lorbeeren würde ich mir gerne an die Brust heften, aber so ist es nicht. Sensor Touch ist einfach eine hervorragende Bibliothek, um wirklich jede Anforderung eigentlich, die denkbar ist, zu erfüllen. Hier ist auch eine Karte drin, ne? Sie sehen schon. Gut. 21 Minuten habe ich gesprochen. Kurzer Ausblick und ein Fazit. Ich empfehle, wenn Sie sich neue Märkte erschließen wollen und auch Nutzer mit mobilen Endgeräten, also mit diesen klugen Smartphones oder den Touch-Geräten also so diese, wie heißen sie, iPad und so weiter, Tablets heißen sie. Wenn Sie solche Leute für sich erschließen wollen, empfehle ich die Verwendung von Web-Apps. Das ist, glaube ich, der zukunftsweisende Weg. Sprich, vieles geht in den Browser. Die meistgenutzte App auf Ihrem Telefon ist ziemlich sicher auch der Browser. Bei mir ist es so, bei den meisten Leuten, die ich kenne, ist es so.
GXM verwendet HTML5, CSS3, JavaScript. Sie selber müssen aber nur wenig JavaScript können, um damit schon sehr tolle Produkte erzeugen zu können. Wir verwenden hervorragende, also we're standing on the shoulders of giants, möchte man beinahe sagen, sprich Open Layers, kann schon wunderbar viel. Wie gesagt, ich musste gar nicht viel sagen dazu. Central Touch, das kennen Sie vielleicht noch nicht, aber ich habe ein paar Beispiele gezeigt und Latzi hat sich einen da mal die anderen Beispiele zu schauen, ist eine hervorragende Bibliothek, um tolle Oberflächen zu machen. Und GXM verknüpft diese beiden und schafft was Schönes, womit Sie halt geografische Applikationen machen können. Es ist sehr flexibel und robust, was Sie dort umsetzen. Das heißt, Sie müssen sich an eine gewisse Art und Weise halten, Ihre Sachen zu programmieren. Ist aber sehr einfach. Sie können letztlich damit auch eigentlich die ganz einfachen Anforderungen, ich möchte einfach nur eine mobile Karte haben, die wunderbar aussieht, bis komplexe Anforderungen letztlich bedienen. Gut, an der Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf viele Fragen.